Einen Augenblick. So, willkommen zurück. Beziehungsweise, ja, für mich ist keine große Unterbrechung. Ich spiele hier mal direkt weiter. Wir sind gerade auf der Suche nach Leoric's Krone. Und suchen deswegen das Grabmal des Vaters des Schmiedes. Oh nee, des Urgroßvaters des Schmiedes, glaube ich. Um genau zu sein. Weil der hat die Krone mit in sein Grab genommen. In dieser Krypta ist die Krone nicht zu finden, glaube ich. Natürlich ist es in der letzten Krypta, wo ich durchgehe. Och Mann. Das ist doch kacke. Kackies. Magisches Schwert, pack. Mojo, pack. Ich weiß schon, dass ich da Ausrüstungsgegenstände anlegen kann. Ich brauche mehr als einen leeren, aber dafür habe ich nichts gefunden. Euer Untergang ist besiegelt. Ich kann sagen, man kriegt schon so schnell Int, aber Quatsch, hier Mana wieder, aber ist ja klar. Ich habe mir noch diesen Buff gehabt gerade. Weil es immer noch relativ schnell geht, auch ohne den Buff. Ach, auf Ledermäuse. Gold. Ich brauch's. Ich brauche mehr Gold. Das wäre mal ein Satz, dem ich zustimmen kann. Ich brauche mehr Zeit. Ach Quatsch, das noch da hinten zu machen, natürlich. Totaler Humbug gewesen. Da habe ich mich verklickt, beziehungsweise habe ich meinen Maus selbst weit hintergehalten. Gebt mir die doofe Krone. Wo ist die doofe Krone? Gold. Fledermäuse, tötet Fledermäuse. Sehr gut. Fledermäuse töten Fledermäuse. Genug Mana. Mitten ins Herz. Mitten
brauche Mana. Noch nicht bereit. Leben. Ich habe nicht genug Mana. Welche Stiefel? Oh, bringt auch wieder ein bisschen Bonus. Schon ganz 52 Schaden, jawoll! Tudum! Vollwütige Hunde. Heimsuchung. Krötenplage. Das kann so beschwört eine Hand für Kröten, die gegen Schaden als Giftschaden zufügen. Okay. Heimsuchung. Ein Geist und Gegner fügt Schaden zu. Wenn der Gegner stirbt, geht der Geist auf einen anderen Gegner in der Nähe über. Das ist sozusagen ein bisschen Single-Target Damage. Damatsch. Zombiehunde beschwören. Zombiehunde erhalten eine ansteckende Biss. 30% Waffenschaden, es gibt schon was. Oh, alles klar, nehme ich. Mist. Da habe ich irgendwie nicht auf Bestätigen gedrückt. Huch, Gift. Muss ich mir so genau zielen. So, darf ich jetzt noch meine Mitrone, danke, annehmen? Dann muss ich nämlich sowieso neu beschwören. Ha, jetzt sehen die nämlich anders aus. Tada! Gifthunde! Das sieht doch besser aus. Zweite Krypta, Ebene 2. Die Knochen in diesem Grab sprechen von Wahnsinn und Verrat. Die Krone ist nah. Krone! Ups. Und tot. Die Unbegrabenen werden aus menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Und ich konnte doch nur vor ihnen fliehen. Und ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Gutes Wechseln, Doktoren, sind nicht vernünftig. Müssen nicht vernünftig sein. Mini-Rock.
Das tickt echt übel schnell. Meine Fresse. Nein, ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Jetzt habe ich sogar noch ein Opfer durch. Ich habe das Stadtportal bekommen. Yay. Mal gucken, ob hier irgendwie noch was an der Seite ist. Was interessant sein könnte. Irgendwie Kisten oder sowas. Nee. Okay. Ich kehre in die Stadt zurück. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Wir alle suchen den Sinn im Leid. Vielleicht finden wir ihn gemeinsam. Yay, ich habe den Schmied von Hardcore-Modus freigeschaltet. Wuhu! Okay, warum haben wir das nicht geht? Genau das, was ich schon hab. Ich will eigentlich keine Armbrust. Die Waffen sind auch sinnlos. Mein liebster Hedrick, verzweifle nicht. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Unsere gemeinsame Zeit bedeutet mir mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Aber das ändert nichts daran, dass das Leben nicht gerecht ist. Wir müssen stark sein, um die Schrecken, die diese Welt heimsuchen, zu besiegen. Mein letzter Wunsch ist, dass du deinen Weg im Leben findest. Deine dich ewig liebende Mira. Das ist auch genau das. Ist ja auch Stufe 3. Was ich da habe jetzt. Oh, hier kann ich noch ein bisschen was herstellen, wenn ich ein bisschen Kohle habe. Lea könnte ein anderes Leben führen. Ein normaleres Leben. Aber das ist leider nicht ihr Schicksal. Wenn ich sterbe, ist niemand da außer ihr, um meine Arbeit fortzuführen. Und die Zukunft dieser Welt hängt in der Schwebe. Gucken wir nochmal bei Lea vorbei, was die sich gerade so denkt. Nee, hier nicht, aber da hinten. Oh, auch kein Tagebuch von Lea. Schade. Schade. Die Krone befindet sich in meinem Besitz. Zeigt mir den Weg zum verlorenen König. Ah, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Die Seuche des Skelettkönigs verpestet das Land. Ich werde ihm ein Ende setzen und den Stern finden.
sehe, dass die Dorfbewohner um ihre Toten trauern. Ihr jedoch nicht. Wie kommt es, dass ihr allein vom ungeformten Land wisst? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ihr habt mir einen Gefallen getan und dafür bin ich dankbar. Aber ich will nicht über meine Frau reden. Ah, ihr begrabt eure Tränen. Hört, wenn ich euch sage, dass ich verstehe. Vor langer Zeit, bevor ich eine Kriegerin wurde, starb meine kleine Schwester an einer furchtbaren Krankheit. Lange Tage konnte ich nicht schlafen. Ich konnte nicht essen. Die Geister flüsterten und sangen zu mir, bis meine Tränen getrocknet waren. Sie singen noch immer für mich. Und ich lächle, wenn ich meine Schwester unter ihnen höre. Ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber ich will nichts über euren Glauben oder eure Geister hören. Wenn ihr nichts für mich zu tun habt, lasst mich einfach in Ruhe. Bist aber heute spießig, meine Güte. Ja, ich würde sagen, damit beschließen wir den heutigen Ausflug nach Diablo. Danke fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin mich verfolgt. Bis bald.